So, jetzt hat natürlich mein Aufnahmescreen, Aufnahmetool auch noch seinen Geist aufgegeben. Und jetzt muss ich es irgendwie so machen. Also, HubSpot versus Pipedrive, der ganz große Unterschied. Ich werde es jetzt mal versuchen, auf diesem Blatt Papier mal darzustellen, was mir hier jetzt über mindestens fünf Stunden Kopfzerbrechen bereitet hat und viel Zeit auch gekostet, weil hier eine wirklich etwas leicht behämmerte und umständliche Logik in HubSpot vorhanden ist, wo ich auch wirklich erstmal nicht fassen konnte, dass es wirklich so ist, aber es ist tatsächlich so. Und ich werde es jetzt hier mal auf diesem Blatt Papier mal versuchen darzustellen. In einem CRM wie Pipedrive hast du, wenn du eine Liste hast, du möchtest jetzt in Pipedrive migrieren, hast all deine Kontakte auf Excel-Sheet, wie es halt eben normalerweise so ist, dann hast du hier dein Unternehmen, also oder Firmennamen, ja, Firmenname BMW, ja, Audi, was weiß ich, was halt so deine Firmennamen sind. Und dann hast du hier in Excel, eigentlich hätte ich das weiter runter machen müssen. So, Audi. Dann hast du hier für BMW, hast du hier, sagen wir mal, den IT-Leiter. Ja, dann hast du hier wiederum für BMW. Hast du hier den Vertriebsleiter. Ja, dann hast du wiederum bei BMW, ja, den Marketingleiter oder was auch immer für Leute. Ja, also letztendlich von der Logik her, du hast eine Firma, aber mehrere Kontakte für diese Firma logischerweise, weil in der Regel du halt mit mehreren Leuten zu tun hattest und so weiter. In den seltensten Fällen im B2B hast du nur mit einer Kontaktperson für eine große Firma zu tun. In der Regel, manchmal sind es sogar bei großen Firmen wie BMW oder sowas, sind es halt irgendwie 20 Kontakte oder was. Ja, je nachdem, ist ja egal. Auf jeden Fall, du hast mehr Kontakte je Firma. Also hier sind die Kontakte, Kontaktnamen, ja, und hier sind die Unternehmensnamen. Und wenn du das jetzt in Pipedrive, ja, Import, Pipedrive, ja, das hier ist jetzt, sagen wir einfach Firma 2. Ja, wir machen das Ganze anonym natürlich hier, Firma 1. Ja, nicht, dass sich jemand beschwert. Und in Pipedrive importest du das einfach so. Überhaupt kein Problem. Ja? Pipedrive gibt dann jeder Firma hier eine ID, sogenannte Firmen-ID, wird dann erstellt. Ja, und verknüpft zu jeder Firmen-ID, ebenso wie es halt im Excel-Sheet ist, jeweils Kontakt 1, Kontakt 2, Kontakt 3 und so weiter und so weiter. Jetzt, wo ist der ganz große Unterschied im Import zu HubSpot? Wenn du das so in HubSpot machst, dann erstellt HubSpot für jede Zeile, und das ist hier essentiell zu verstehen, in Pipedrive wird hier nur eine Firmen-ID für BMW erstellt, obwohl wir hier mehrere Kontakte haben, mehrere Zeilen für BMW. HubSpot sagt, das geht nicht. Nein. Wir würden jetzt hier für jede Zeile eine Firmen-ID. Firmen-ID 2, Firmen-ID 3. Obwohl es jeweils die gleiche Firma ist, BMW. HubSpot kann das nicht. Und das ist der absolute Wahnsinn, weil jetzt musst du sagen, okay, wie geht das? Also, du musst entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, wie schon im anderen Video erklärt, entweder du musst jetzt hier eine Möglichkeit finden, das hier, dem hier zuzuordnen, vorweg, indem du hier eine sogenannte Domain Namen erstellst. Der Domainname ist nichts anderes wie diese Firmen-ID, die hier Pipedrive, ja, ich mache das mal in grün, Pipedrive automatisch erstellt und vergibt. Der Pipedrive erkennt, ja, dass diese Firma nur einmal immer die gleiche Firma ist und mehrere Kontaktdaten zu dieser einen gleichen Firma gehören.
Ja, Hotspot. Ja. Hier mal pink. Pink wie Frauen, so schwierig. Ja, Hotspot. Hotspot würde hier das jeweils eine neue Firma 1 machen. Eine neue BMW. BMW einmal, zweimal, dreimal. Totaler Bollocks. Ja. Und jetzt muss ich einen Domainnamen hier erstellen, quasi diese ID. Hier manuell erstellen für meine Liste. Ja. Bevor ich das ganze Ding raufladen kann, ohne dass hier ein totales Chaos entsteht. Oder einfach total viel Duplikate. Ja. Duplikate. Und das geht eben um die sogenannte Domainname. Und den Domainnamen zu erstellen, das ist letztendlich, das wäre, was meint ihr mit Domainname? Mit Domainname meint HubSpot BMW, in dem Fall also Firma1.de, ja, Audi.de. Das wäre der Domainname. Also das musst du dann quasi, müsstest du dann händisch machen. Jetzt mal angenommen, du hast jetzt hier 3.000, 4.000, 5.000 Kontakte oder 10.000 Kontakte. Der absolute Wahnsinn. Also, was könntest du machen? Du könntest hier nur im ersten Go nur die Kontakte hier raufladen. Nur Kontakte. Nur Firmen, sorry. Import. Und dann wird wie bei Pipedrive, auch bei HubSpot, nur eine Firmen-ID, ja, erstellt. Dann diese generierte Firmenliste mit den jeweiligen einzelnen Firmen-IDs wieder exportieren. Wow, wie umständlich, ne? Totale Kacke. Und dann das hier, dann diese erstellte Firmen-ID in HubSpot, deinen Kontakten versus VLOOKUP oder sonst was in deiner Excel-Liste zuordnen. Ja, schön viel Arbeit. Juhu, bravo. Genau das lieben wir doch, oder? Und dann diese neue Liste. So, wieder importieren. Das ist dann der Import 2. Also Import 1. Ja, ist nur die Firmen. Nur die Firmen. Import 2 dann. Die Firmen mit der neuen von HubSpot generierten IDs zu den Firmen gematcht mit deinen ganzen Kontakten, egal wie viele das sind, ist dann der Import 2. Das andere, was ich gemacht habe, ich habe einfach die Kontakte rauf, die Firmen gar nicht raufgeladen und dann habe ich HubSpot im Internet sozusagen die Kontakte matchen lassen über den sogenannten Domainnamen, den ich nicht extra erstellt habe, sondern über die E-Mail-Adresse. Bei den Kontakten, die eine E-Mail-Adresse hatten, hat HubSpot das automatisch machen können. Sagen wir mal, bei 3000 Kontakten hatte ich ungefähr die Hälfte davon, war dann die Zuordnung automatisch. Bei der anderen Hälfte gab es keine Zuordnung. Das war meine Lösung, weil ich das dynamisch wollte. Und die Kontakte, die zugeordnet wurden konnten, sind jetzt aber auch dynamisch da drin. Der Unterschied zwischen dynamisch und statisch: bei dynamisch sucht sich zum Beispiel ein Kontakt über die E-Mail-Adresse HubSpot die zugehörige Firma und zieht sich dazu zu dieser Firma gleichzeitig Informationen aus dem Internet, wie zum Beispiel Webtechnologien. Das ist für mich sehr wichtig. Also was haben die gerade im Einsatz? Salesforce, Adobe, was auch immer. Irgendwelche Informationen wie Unternehmensgröße, Umsatz, Telefonnummer und so weiter und so weiter. Und ich will das Ganze ja dynamisch aufbauen. Das heißt, ich bin jetzt diesen Weg gegangen, diesen zweiten Weg. Auch wenn, sagen wir mal, vieles meiner alten Daten ein bisschen verloren gingen. Das werde ich dann nach und nach wieder bessern. Aber dann insgesamt ist das Ganze dynamisch und langfristig gesehen wesentlich weniger Aufwand und einfach viel mehr Automatisierung drinnen. Ich würde dir aber empfehlen, und der Grund, warum ich mir den ganzen Schuh hier überhaupt erst anziehe mit HubSpot, ist, weil ich hier quasi in der E-Mail-Sync hier eine Problematik hatte. Ja? Wenn du in einem Normalfall, der Normalfall ist, dass diese E-Mail-Sync-Problematik, auf die technischen Details will ich jetzt garantiert nicht eingehen, der Normalfall, den ich normalerweise auch habe,
da ist diese E-Mail-Sync-Problematik, die bei HubSpot jetzt gelöst wurde, ich lösen konnte, aber bei Pipedrive nicht, nicht vorhanden. Also das heißt, im Normalfall ist Pipedrive wesentlich unkomplizierter. Ganz besonders, wenn du irgendwie selber das Ganze machen möchtest und keinen, nicht 10.000 Experten heranziehen, ja, und irgendwie dicke Tagessätze löhnen. Meines Erachtens nach sind die Experten-Tagessätze bei HubSpot fast so hoch wie bei Salesforce. Bei Pipedrive, glaube ich, sind sie etwas günstiger. Aber es ist auch wirklich egal. Grundsätzlich, Pipedrive ist wesentlich einfacher, das Tool, übersichtlicher. Wenn du natürlich dann, sagen wir mal, E-Mail-Automatisierung brauchst, brauchst du zusätzliches Tool, aber bei HubSpot musst du es ja auch zusätzlich kaufen. Das ist ja nicht so, dass HubSpot CRM ist ja was anderes als wie das HubSpot Marketing Automation. Das sind ja zwei verschiedene Tools in einem, aber trotzdem musst du trotzdem zusätzlich bezahlen und nicht wenig. Und bei HubSpot hast du dann noch ein Ticketing-System drin, das hast du bei Pipedrive nicht. Also bei Pipedrive musst du halt dann noch mehr zusätzliche externe Tools anbinden, weil insgesamt Pipedrive nicht so viel out of the box, also quasi All-in-One-System ist es nicht, aber auch Pipedrive entwickelt sich immer stetig weiter und wird weiterentwickelt. Und es ist, wie gesagt, günstiger und einfacher zu überblicken und einfach viel mehr straightforward, ehrlich gesagt. Also ich muss jetzt hier echt ab und zu mein Frühstück wieder auf dem Tisch suchen, ja, weil ich mir jetzt kotzen gekommen ist bei dieser wirklich total fatalen, umständlichen Logik, die sind bis jetzt noch um kein CRM, noch nie untergekommen, zumindest bei den CRMs, mit denen ich in der Vergangenheit zu tun hatte. Und ich weiß nicht, ich habe mir vorgestern auch gedacht, ob ich mich in HubSpot letztendlich reinarbeite und dort auch ein Certified Consultant werde, habe ich mich dann schon in der Facebook-Gruppe angemeldet. Aber heute habe ich mir gedacht, ich bleibe lieber bei Pipedrive und bei meinen anderen CRMs. Aber gut, das ist eine Entscheidung, die werde ich noch fällen müssen, sozusagen. Aber hier nochmal die Zusammenfassung aus dieser Logik, wenn es darum geht, Unternehmens- und Kontaktdaten in HubSpot zu integrieren. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele, die einfach HubSpot nutzen oder sich für HubSpot entscheiden wollen, einfach halt schon irgendwelche Daten irgendwo haben in anderen CRMs. Und das ist wirklich etwas umständlich, muss man echt sagen. Also, wenn dir das Video weitergeholfen hat, gib mir einen Daumen hoch und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.